könnten Sie eigentlich einspringen? Ja, im Zweifel müsste ich das dann machen, aber ich glaube, da besteht keine Gefahr. Das ist alles gut eingeübt worden und es war ein bisschen Frischheit, das stimmt. Aber wir haben ja schon 10 Minuten draußen warten können, da sind wir wieder ein bisschen warm geworden. Wie schaut es denn aus mit Ihrer Anzapferfahrung? Haben Sie eine? Ja, also ich habe bestimmt auch schon 20 Fässer angezapft. Ich habe es nicht gezählt, aber es gibt ja immer wieder Volksfest, das Frühlingsfest zum Beispiel jetzt. Ja. Ein Schlag. Ein Schlag? Geben Sie zu. Den Kämmerlein. Träumen Sie vielleicht auch davon, das Oktoberfest mal anzuzapfen, zu eröffnen, mit einem Schlag es zu schaffen und dann werden Sie auf den Schultern Ihrer Fans als Triumphator aus dem Zelt getragen? Ja. Ja, sagt er. Als Wiesenbürgermeister sind Sie ja verantwortlich letztendlich für alles. Da muss ich sagen, am Wetter könnte man noch arbeiten. Ja, ich habe auch versucht, die ganze Woche Kontakt mit Petrus aufzunehmen, aber es ist mir nicht gelungen. Haben Sie keine Telefonnummer von dem oder keine Mailadresse? Ich habe alle Nummern durchprobiert, aber er ist nicht hingegangen. Es hat Sie auf alle Fälle nicht daran gehindert, auch heute wieder in der kurzen ledernen da zu sein. Letztes Jahr haben Sie gesagt, Sie haben sowieso nur eine, die schaut aber anders aus als letztes Jahr. Ja, das ist jetzt eine neue, erstmals mit einem blauen Bestick.